Hi, ich bin Zoe und ich bin an der Games Academy im Digital Art und Animationskurs. Dort lernen wir alle möglichen 2D- und 3D-Programme kennen, sowie von Maya bis Photoshop. Und am meisten davon macht mir Photoshop Spaß. An der Games Academy habe ich am liebsten digitale Fotobearbeitung oder digitale Bildbearbeitung mit Anjan Anhut. Das liegt wohl daran, dass ich gerne Concept Art machen will später und er einem das sehr gut beibringt. Nach der Games Academy würde ich gerne Concept Art machen und da bin ich ganz offen, ob bei einer Firma oder als Freelancer. Bevor ich an die Games Academy gegangen bin, war ich in Kanada und habe da eine Ausbildung in der klassischen Animation gemacht. Und davor habe ich noch in London einfach gezeichnet. Ich war da in einem Artkurs und natürlich dann auch schon mein ganzes Leben lang vorher gezeichnet. Ich habe vor der Games Academy bis auf Photoshop überhaupt kein 3D oder digitale Programme beherrscht oder angeguckt. wirklich richtig klassisch gearbeitet mit Wasserfarben, Ölfarben, Copic-Markern. Aber in der GA habe ich mir das erste Mal Unity und 3D-Engines angeguckt. Als guter Game Artist müsste man zuverlässig sein, Spaß an der Sache haben und ein Teamplayer sein.